So, Xio hier zurück mit Crosscode. Im letzten Part haben wir die letzten Vorbereitungen für die Raid getroffen, beziehungsweise haben diesen Hasen noch gejagt und jetzt die Instruktion bekommen, wie die Raid funktioniert. Die Vorbereitungen, was Lynn eben im letzten Part noch gesagt hat, haben wir eigentlich im letzten Part schon getroffen, mit den Einkaufen und so weiter. Also von daher würde ich schon fast sagen, wir gehen einfach direkt nach Autumn's Fall und da zur Statue, wo auch immer die war. Nördlicher Ausgang, ich glaube, das trifft's ganz gut. Genau, muss ich glaube ich nur nach unten gehen. So, an den einen vorbei. Und da ist die Statue. Gut, und da sind die zwei auch schon. Hi! Bonjour, Lea. Guten Morgen. Die anderen sind schon vorgegangen. Alles, was wir tun müssen, ist durch diese Höhle zu gehen. Wir haben aber noch ein wenig Zeit. Wir sollten sicher gehen, dass wir alle gut vorbereitet sind. Ich hätte nichts dagegen, mir die Ausrüstung in Rookie Harbor noch einmal anzusehen. Hör auf, so einen Stress zu schieben, Tronny. Ich bin sowas von bereit, ein paar der Riers zu versohlen. Aber gut, es ist deine Entscheidung, Lea. Ne, wir gehen schon direkt hin, weil das habe ich ja letzten Endes schon gemacht. Und wenn Tronny halt sich nicht, als wir im letzten Part dort waren, dann nicht gleich neue Ausrüstung gekauft hat, na, dann ist er halt jetzt selber schuld. Den letzten fressen halt die Hunde. So, der Höhle waren wir ja eigentlich schon, aber... Ach, da hinten ist noch mehr. Und schon wieder. Wasser in einer Höhle. Unter einem See. Wir laufen gerade buchstäblich unter einem gigantischen See. Und? Das ist einfach unmöglich. Überleg doch mal, wie hoch der Wasserdruck wäre. Wen interessiert das? Es ist doch bloß ein Spiel. Wir sind aber auf einem echten Mond. Auch hier gelten die Gesetze der Physik. Nerd. Jetzt sei doch mal nicht so gemein, Emily. Er hat schon irgendwie recht. Eigentlich, wenn du jetzt wirklich in Realität hier wärst, würdest du gerade in Lebensgefahr schweben. Weil, naja, es könnte ja jederzeit hier einbrechen. Hast du darüber mal nachgedacht, Mädel? Mann! Oh, hallo? Kommst du her? Dankeschön. Warum auch immer da jetzt ein Kampf war. Und da kommt wahrscheinlich noch einer. Ja. Ich finde die Geschosse von Tronny schauen echt cool aus, diese Hexacast-Projektile. Und nur noch einer. Na komm, kommst du raus? Ist es jetzt echt nur... Ist es nur optional gerade, dass ich das mache? Zittermotor? Aha. So viele Goldobjekte, die wir in letzter Zeit bekommen. Noch mehr Wasser. Ist das Wasser überhaupt echt? Vielleicht ist es ja virtuell. Sieht für mich ziemlich echt aus. Mhm. Naja... Die Augmented Reality Technologie, die sie verwenden, ist ziemlich fortgeschritten. Ist das so schwer zu sagen? Damit wäre es natürlich möglich, die Gesetze der Physik nach Belieben zu brechen. Monsieur Wissenschaft, ich schlage vor, wir machen ein Experiment. Wir schubsen dich einfach immer wieder ins Wasser, nur um sicher zu gehen, ob es echt ist. Aber das würde doch gar nichts beweisen. Vielleicht, aber wäre das nicht lustig? Ich möchte den Anfang. Es ist echt. So, das hat auf jeden Fall fett Schaden gedrückt. So, wo bist du? Komm, kommst du raus? Na, der einen Treffer noch? Ja, wunderbar. Dankeschön. Oh, da ist noch ein Schalter, den wir aktivieren können. Da sind noch mehr so Fruchtfliegen. Hm. Ah. Achso, das ist aber nur eine Zeit lang aktiv. Okay, muss ich mich beeilen. Da ist auch noch eine Höhle. Ist das das Ziel? Muss ich hier hin? Was ist denn das hier alles? Das schaut ja cool aus. Stalagniten und Stalaktiten.
Wie war das? Das sind deren Unterschied, die ich mir nur durch ein blödes Wortspiel merken kann. Ach so, da geht's. Ah, da müssen wir hin. Okay, dann haben wir zumindest schon mal unser Ziel gefunden. Und jetzt kloppen wir einfach mal hier alles kaputt. Das ist auch nicht schlecht. Kurz abschalten. Okay, jetzt habe ich hier alle kaputt gehauen, aber wie komme ich jetzt an diese Kiste da oben ran? Da muss es doch eins Möglichkeit geben, um da ranzukommen. Na gut, aber es gibt dann noch mehr zum Umschauen. Das wollen wir uns natürlich auch noch alles mal zu Gemüte führen. Ah, okay. Ich kann von... So. Ich glaube, muss ich auch echt von dort unten machen, weil sonst... Halt mal komplett daneben geschlagen, aber warum nicht? Vielleicht kriege ich, wenn ich die Gegner hier noch alle vermöbel, vielleicht noch ein Level up. Na gut, die geben jetzt schon wieder ziemlich wenig Erfahrungspunkte. Oh, dieser Spezialangriff mit Feuer ist schon, ich finde den super geil. Schaut so richtig krank aus. Die ganze Umgebung, alles explodiert einfach. Surrendes Messer. Oh. Alter. Wir kriegen noch einen Ansturm dazu. Dauerschuss, Raufbold geht runter. Und Schildwall geht auch runter. Aber helle, fetter Angriff dazu und noch einen besseren Ansturm. Noch zu meinem regulären Ansturm dazu. Geil. Natürlich reicht das nicht aus. Komm, ein Gegner würde nur irgendwo sein. Na gut, die spawnen noch nicht. Schade. Und das sind die anderen alle. Treiben sich hier vielleicht auch noch Gegner rum, die ich auf die Schnelle noch vermöbeln kann? Ich brauche ja nur einen. Nur einen Gegner. Das ist zu hoch. Oh! Komm schon. Okay, jetzt mal langsam. Zu dem kann ich hin. Zu dem kann ich hin. Da komme ich hin. Und da würde ich theoretisch auch hinkommen, aber das bringt nichts. Jetzt kann ich hier hin. Kann ich hier hin. Da komme ich aber nicht weiter. Nice. Das ist zu hoch. Ja, was bringt mir das da unten dann? Da komme ich, ja, ist wahrscheinlich auch zu hoch. Ich muss den ganzen Weg auch wieder zurückgehen, Mann! Ja, das ist auch zu hoch. Ah. Ich glaube, mit noch einem letzten Gegner schaut irgendwie ein bisschen schlecht aus. Natürlich ist das auch wieder zu hoch. Mann, was ist denn das? Gut, da komme ich ran. Okay, das ist alles auf derselben Ebene. Ah, sieh an. Jetzt komme ich da zu der Kiste hin. Vielleicht. Ah, das sind die zwei Pfade wahrscheinlich hier links und rechts. Das einmal kaputt schlagen.
Und schön alles mitnehmen. Jawohl. Und da haben wir das. Chef-Sandwich. Ja, cool. Noch ein bisschen aufstocken. Bevor es losgeht. Ja, das ist ein Level-Up, kriegen wir dann schon noch. Beim Raid. Okay, hallo Lynn. Hi. Lea, meine Liebe. Sieht so aus, als wären wir alle für den Raid versammelt. Ich hoffe, ihr seid alle gut vorbereitet. Es erwarten eine Menge Kämpfer auf uns. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit für den Raid? Oh, süß. Sie schaut so richtig intens aus. So. Let's go. Let's kill some dudes. Natürlich. Alles klärchen, dann lasst uns loslegen. Und zack, alles erledigt. Jetzt können wir losgehen. Willkommen auf der Para-Insel. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Pfad der Ahnen. Man sagt, dass die Ahnen hier in alten Zeiten ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit auf die Probe gestellt haben. Und jetzt liegt es an uns Siegern, den Ahnen zu beweisen, dass auch wir zusammenarbeiten können. Es heißt, dass eine große Belohnung auf denjenigen wartet, die den Gipfel des Berges auf diese Insel erreichen. Allerdings kann der Gipfel nur erreicht werden, wenn zwei Gruppen eng zusammenarbeiten. Die erste Gruppe, die ihn links besteigt, besteht aus unseren Neuzugängen Lea, Emily und Citron. Und wie wir den besteigen? Die zweite Gruppe, die ihn rechts besteigt, besteht aus uns Oldtimern. Schneider, Buggy und mir. Oldtimer, was? Das höre ich nun wirklich nicht oft. Naja, du hast die passende Frisur dafür. Oh ja. Bitte, konzentriert euch. Also, den Gipfel dieses Berges zu erreichen, wird ziemlich anstrengend werden. Uns erwarten eine Menge Feinde und Hindernisse, die unsere Zusammenarbeit auf die Probe stellen. Unsere Angriffe müssen deshalb aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, Kommunikation ist das A und O. Warte. Keine Sorge, Lea. Ich habe dich nicht vergessen. Ich glaube, ich habe sogar die perfekte Rolle für dich gefunden. In jeder Gruppe muss nämlich einer der Säulenstützer sein. Und ich glaube, dass du dafür eine gute Wahl wärst. Deine Aufgabe wäre es dann, bestimmte Gegner während des Raids anzugreifen. Oho. Tronny und Emily werden dich unterstützen und mit uns in Verbindung bleiben. Seid ihr damit alle einverstanden? Mhm. Ja, hört sich gut an. D'accord, solange für mich noch genug zum Verkloppen übrig bleibt? Alles klärchen, ich werde euch weitere Anweisungen während des Raids geben. Gebt nun alle gut auf euch Acht, okay? Natürlich. Gut, und wer wird der Säulenstützer in unserer Gruppe? Kann ich? Bitte. In Ordnung, Raphael. Aber sei bitte achtsam und denke daran, hier zählt die Teamarbeit. Selbstverständlich, Ma'am. Sind eigentlich Buggy und Schneider dieselbe Klasse? Seid ihr alle bereit? Mhm. Bereit. Yep. Ja, Ma'am. Los. Boah, Alter, der ganze Screen ist voll mit Charakteren. Alles klärchen. Okay, alle auf die Startposition. Säulenstürzer, ihr müsst auf diese Markierung treten. Okay. Let's go. Raid incoming. Igel, wirklich? Soll das alles sein? Und ich krieg natürlich gleich mal voll aufs Maul. Und da kommen sie gar nicht wenig. Okay, der Spezialangriff gefällt mir. Und damit direkt den Level up, den ich gebraucht habe. Ja, ich gehe auch mal eher auf Feuer. Sehr schön. Oh, der Spezialangriff, so geil. Okay, Level up. Schauen wir gleich mal, ob wir was skillen können. Oh, ich habe durch die Musik und alles habe ich gerade voll das Bild. Scheiße, ich habe Zeitdruck. So, und genau den Indigo Rush wollte ich hier haben. Mal schauen, wie stark der ist. Autsch. So, jetzt machst du den. Jetzt ist der dran. Das ist so viel Feuerprojektile. Okay. Na bitte, geht doch.
Hey, ihr hier drüben. Jetzt müssen wir die Säulen angreifen. Los, Säulenstürzer. Nicht Stützer, Stürzer. Das ist euer Einsatz. Konzentriert euch einfach nur auf die kleinen Blöcke mit gleicher Farbe. Fangen wir mit den roten Blöcken an. Lea, Buggy greift nur diese an. Sobald der Block aktiv ist, kann jeder helfen, ihn und die anderen zu erledigen. Okay. Wow. Mach ich das eigentlich richtig? Alles klar. Da ist ganz so viel passiert. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich los war. Und erledigt. Sauber. Was haben die anderen eigentlich gerade gesagt? Okay. Alle roten Blöcke erledigen auf unserer Seite. Alles klar. Lass uns blauen Platz machen. Achtung, die Säule fährt ihre große Geschütze auf. Blau wurde ausgeknipst. Alles klar, gut. Auf zur nächsten Etappe. Und Gegners. Oh, Alter. Okay, dann probieren wir jetzt mal. Ah, die Attacke kennen wir ja schon von Bossgegner aus dem Minentempel. Alles klar, weiter geht's. Oh nein, ich muss nach oben. Okay, fangen wieder mit den roten. Alle blauen zuerst. Okay. Okay. Ich meine, Forge 20 Leben ist zwar schon geil, aber muss jetzt gerade im Moment nicht sein. Okay. Wir gehen mal erst auf den anderen blauen. Gott, wie komme ich an den dran? Muss ich dann jetzt über die ganze Distanz hier schießen? Ne, ich kann drüber gehen. Du bist ein bisschen zu hoch, da komme ich nicht ran. Das ist jetzt nervig. Okay. So, das war's für den. Vielleicht den Gegner noch platt machen. Und das war's auch mit der Säule, hoffentlich. Alles klar. Gute Arbeit, Leute. Schaut mal, eine neue Farbe. Lasst uns die lilanen Blöcke zuerst besiegen. Ach, das ist eine Blitz. Ah, das sind Blitze. Okay, wo ist der nächste? Da vorne. Okay, wie komme ich da ran? Ich gehe mal wieder auf Eis. Ach, scheiße, was mache ich denn jetzt? Komm, wie komme ich denn an den dran? Aber schon nicht über Bande. Das ist mal aktiviert. So, und dann gleich weiter mit dem. Okay, das war's mit denen. Ich hau mir mal so ein Blatt hier rein. Aua. So, der ist aktiv. Was ist hier alles los? Oh mein Gott. Wo ist denn der andere? Okay, das war's mit dem. Junge! Und tschüss!
Junge, Junge. Und da kommen wieder ein paar Stiere. Passt zumindest mal für den einen. Okay, nächste Säule. Oh, da kommen jetzt auch noch Wellenblöcke. Schnappen wir uns erstmal den Grünen. Wo ist der andere Grüne? Da vorne. Ich muss da hoch. Okay, das war's mit den Grünen. Wo ist... Da ist oben ist noch ein Blauer. Ich komme nicht raus. Okay, dringend mal gegenheilen. Und dann... Da kommt das Dubstep-Element mit ins Spiel. Ich muss dringend mal aus dem Element raus. Genau, kommst du her. Puh. Wieder eine Säule gestürzt. Und ich glaube, jetzt könnte das Finale sein. Schaut fast so aus. Gute Arbeit, Leute. Wir kommen gut voran. Es wird noch einen Säulenkampf in der Höhle da geben. Danach treffen wir auf den Endgegner. Alle bereit? Hui, alle, alle. Dann wird jetzt wahrscheinlich... Packe ich jetzt gleich mal einen Buff aus. Was waren diese... Was sind das für rote Teile? Das ist viel. Okay. Fangen wir mit Grün an. Okay, ich gönne mir gleich mal irgendwas, was meine Defensive ein bisschen erhöht. Ich weiß, das ist für mich ein bisschen Blasphemie. Warte mal. Machen wir mit Rot weiter. Boah, also dieses Dubstep-Element. Okay. Okay, die Roten haben wir alle. Weiter geht's mit Blau. War der erste. Und der andere. Wo ist der andere Blaue? Ach, der ist da vorne. Okay, das wird spannend. Okay, die Blauen sind weg. Nur noch die Lilanen. Ach, sehr cool. Und. Nur noch der eine. Schieße ich da am besten hin? Okay. Und das war der letzte. Bossgegner incoming. Was sind das für rote? Das ist merkwürdig. Hm? Egal, ich bilde mir wahrscheinlich nur was ein. Wenn du auch die roten Teile siehst, dann haben wir vielleicht ein Problem. Da wären wir Zeit für das Finale. Alle bereit? Und wie? Mhm. Ah ja. Warte, irgendwas stimmt nicht. Was ist passiert? Lea ist weg. Ist das irgendein Bug? Verdammt, warum ausgerechnet jetzt?
Wie? Warum? Leer, es hat jemand eingegriffen. Irgendjemand hat sich in den Umgebungsserver gehackt, um dich aus der Raid herauszuziehen. Genau während deines Teleports. Aha. Kurz bevor es passiert ist, fiel mir auf, dass jemand sich an den Systemen zu schaffen gemacht hat. Da war es aber schon zu spät. Ich konnte nicht mehr eingreifen. Aha. Sieht so aus, als würden wir in der Nähe des Bergentrails. Als wären wir in der Nähe des Bergentrails. Aber dieser Ort ist ziemlich isoliert. Keine Verbindung zum Spielplatz. Wir sind gefangen. Warum? Ich habe keine Ahnung, wer das getan hat und warum. Aber es wird einen Grund dafür geben, warum du hierher gebracht wurdest. Ich schlage vor, wir sehen uns um und schauen, was passiert. Sei bitte vorsichtig. Mhm. Oh boy. Das wusste ich leider schon. Dass irgendwas während der Raid passiert und was jetzt nur ein bisschen die Aftermath davon ist. Also was hier passiert, weiß ich nicht, aber was danach noch ein bisschen kommt, kenne ich leider schon. Aber gut. Aber bisher, diese Raid, die war sehr cool. Die hat sehr viel Spaß gemacht. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle aber mal sagen, das war's mit CrossCode für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und dann im nächsten Part schauen wir uns hier mal um. Also, bis dahin. Ciao.